Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous und einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir bauen gerade den Vorplatz hier, damit das Ganze mal ein bisschen Form annimmt und nicht nur eine stumpfe Pyramide mitten im Weg ist. Und da fangen wir hier gerade an, den Obelisken, ja, so kann man das nennen, ne? Diese Statue, whatever, zu entwickeln. Und ich mache dazu noch jede Menge Slabs, aber auch für die Nebengebäude schon. Und ich habe. Warte. Rote Farbe. So, reicht erstmal. Bis gleich. Warte mal. Hier wollte ich eigentlich hinten. Das kann weg. Dann kommen die hierher. Treppe geht hier natürlich auch noch hoch später. Aber erstmal machen wir das hier. Soweit clean. Würde ich mal sagen. Ja, sind einige. Ja, nur aus Adobe-Steinen wäre es natürlich noch viel geiler. Das ganze Gebilde, also nicht nur das hier, sondern auch das da. Aber das ist einfach too much. Ah, jetzt habe ich die Dings gar nicht mitgenommen. Die Fackeln. So. Jetzt mal so die Ecken. Auch stummsinnig, wie ich das mache, um ehrlich zu sein, aber egal. Aber ja, so. Ich mir die hier mal sparen in der Mitte. Jetzt zeige ich mir vielleicht ein bisschen mit dem hier noch dazu. Das ist die Frage aller Fragen, oder so? Muss jetzt kurz gucken, wie man das am besten handhabt. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie so. Heißt, ich muss hier auf alle Fälle zumachen. So. Kann ich auch direkt schon mal dran setzen. So, baut sich das hier ein bisschen einfacher. Ah ja, den haben wir schon. Treppe, 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 So, und jetzt kommt der Obelisk an sich. Also das Steinding. Relativ plump, würde ich mal halten. Frage ist nur, wie hoch. Aber ruhig schon ein bisschen größer, ne? Mal ganz kurz dahin.
ich denn die roten Lampen? Da sind sie doch. Strottel. Von der Größe her passt schon. So, deswegen hatte ich den hier in der Mitte gesetzt. Okay. So. Sieht doch schon mal cool aus. Leuchtet alles so schön rot. Und jetzt muss der Kringel auch noch rot leuchten. Deswegen gehen wir mal hier runter. Ich muss das mit dem Ausweichen mal ein bisschen mehr machen. So, einfach das Prinzip, oder? Die Seiten besser angeleuchtet sind. Jetzt leuchtet er nämlich rot. Im Dunkeln leuchtet er wahrscheinlich noch besser rot. Genau, von hier sieht man das dann wenigstens. Das sieht doch schon mal richtig cool aus. Wie gesagt, ich finde, das passt auch irgendwie. Was jetzt noch fehlt, ist eine vernünftige Treppe. Die wir hier so ransetzen können. Müssten, sollten. So, weg damit. Na ja, dann nur halbe machen, dann gehen die genau bis hier ran, ne? Wäre natürlich auch nett. Also hier eine halbe, hier voll. Entschuldigung. Natürlich noch ein bisschen stylischer. Gucken, ob das so aufgeht. Und auch cool. Na, ja, ich glaube, es ist sogar besser. Kann ich ein bisschen raussparen. Hat ja auch mal was. So. Ist irgendwo ein Vieh drin? Naja, ne? Nee, passt. Finde ich jetzt so nicht verkehrt. Um ehrlich zu sein. Sieht sogar ein bisschen besser. Also von der Treppe her finde ich es sogar so cooler. Und der läuft ja auch hoch hier. Dann kannst du hier hingehen und irgendwas opfern. Nee, 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 nee. Dem Gott, der da wohnt. Okidoki, das haben wir. Jetzt gehen wir mal auf die Seite. Sind leider noch nicht fertig. Grob gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so packe. Ja, hiervon haben wir genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, könnte gut aussehen. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall noch das Gelände anpassen später. So, das warten wir natürlich noch nicht. So. Na, ist schon zu hoch. Jawohl. Ja, das kriegen wir hin mit dem Gelände. Hier vorne haben wir ja schon mal einen Berg. Ist halt wieder viel Sand, den wir nach oben transportieren müssen. Boah, dieses Ling nervt auch langsam ein bisschen. Nur weil der Server nicht hinterherkommt. So, Leute. Das ist mein Plan. Ich finde, das ist ein guter Plan, oder? Jetzt wird der natürlich auch nochmal hochgepusht. Zwar nicht nur wenig, sondern eine ganze Ecke. So, deswegen habe ich extra ein paar Sanddinger mehr geholt. Aber die werden noch nicht reichen. So viel steht klar. Fest. Wie das Amen in der Kirche. So halb zerfallen, finde ich gut. Halb versandet, vor allem die großen. Ja, genauso ist es ja. Die feinen Dinger, die halten sich irgendwie länger, weil die halt richtig bearbeitet wurden. Erstmal hier einkreisen. Jetzt denkt, warum hat er denn da überhaupt die Treppen reingesetzt? Ja, ich wusste noch nicht genau, an welcher Position ich hier was mache. Und lieber so rum als denn anders. Kann ich alles wieder einreißen? Werde ich wahrscheinlich auch müssen. Alter Falter. Dann haben wir hier aber wenigstens diese Höhe da überschritten. Darum geht's ja. Soll ja bombastisch monströs aussehen. Okidokis alle. So, wie gesagt, jetzt können wir die hier rausnehmen. So mühevoll hingearbeitet. Muss das Ding weichen. Das heißt, hier kann man dann gut tief fallen.
Wie gesagt, das ist sonst Verschwendung von Material hier, diese halbe Stufe. Das wollen wir ja auch nicht. Reißen wir das einfach wieder ab. Was wir gebaut haben, können wir auch abreißen. Sag mal, echt Lecks hier drin. Entschuldigung. Ich kämpfe halt immer noch mit der Erkältung, ein bisschen labern und so. Das ist alles gar nicht so einfach. So, das sind halt eine Menge Steine, ne? Wenn ich das jetzt mal so grob über den Daumen schlage. Sehen wir es ja genau, aber können so fast 300 sein. Die wir hier wieder rausholen. So. It's klar. So, jetzt will ich aber hier nochmal so einen Rand zumindest schon mal bauen. Haben wir drüben auch schon gemacht. Einfach mal so zum Verständnis. So. Da habe ich gar nicht geguckt, wie viel es waren. Egal. Aber da ziehen wir jetzt hier noch durch die Höhe und dann ist gut. Ja, ich muss, glaube ich, danach einmal neu starten. Denn eine Folge will ich noch. Super. Steht, wackelt in der Luft. Der Obelisk sieht auch ziemlich cool aus. Ich sag mal ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns zeitlich, ja, passt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.